Ein abgeschiedenes Land traditionellen Lebens ist die Extremadura auch heute. Und hier hat einer der wichtigsten deutschen Künstler, der seit vielen Jahren in Berlin lebt, seinen zweiten Lebensmittelpunkt und zugleich ein Museum für Avantgarde-Kunst geschaffen. Wolf Vostell eröffnete es nahe bei Caceres in den Lagerhallen einer alten Wollwäscherei. Einige Kilometer außerhalb von Malpartida de Caceres finden sich hier Arbeiten befreundeter Künstler, wie das Stuhlobjekt von Geoff Hendrix, neben Vostells eigenen Arbeiten, wie dem berühmten Environment Energie. Ein Oldtimer Cadillac ist ummantelt von Brotlaiben, die in Tageszeitungen eingewickelt sind. Es entstand ein Werk, in dem Bewegungskraft, Nahrung, Information, die großen Triebkräfte zusammenwirken. Die Arbeit des Spaniers Cagunar, Bild und Skulptur zugleich, ist Ausdruck von Gewalt und Verfolgung. Anonyme Gestalten prügeln einen Menschen wortwörtlich aus dem Bild. In der Sammlung finden sich die Elemente von Aktionen in einzelnen Objekten konkretisiert, wie die Teller, die von einer Kunstaktion Vostells übrig geblieben sind. Das Museum abseits der großen Kunstreisewege ist allein persönlichem Engagement zu verdanken und das Resultat einer jahrzehntelangen Bindung Vostells an die spanische Wahlheimat in der Extremadura, dem Land an der äußersten Grenze. Ich bin dabei, einen Traum zu realisieren, und zwar für bildende Künstler meiner Generation einen Ort zu schaffen, wo wir uns frei ausdrücken können, wo wir frei ein Museum betreiben können, nach unserem Geschmack. Das heißt, kein statisches Museum, sondern während unserer Lebzeit ein Ort der Begegnung, ein Ort des permanenten Veränderns. Und vor allen Dingen wollte ich eine Schule gründen, neuerer Art. Das heißt, das Museum ist im Grunde eine Museumsschule für das Dorf hier und für ganz Spanien und für alle Besucher, sich flexibel mit meiner Kunstauffassung und der meiner Kollegen, das heißt von Happening und Fluxus, auseinanderzusetzen. Das Tischensemble stammt von dem Schweizer Künstler und Kochenthusiasten Daniel Spörri. Ein portugiesischer Künstler hat die hergebrachten Geräte der Bauern in der Gegend gesammelt und zum Ensemble zusammengestellt. Daneben stehen die hochtechnisierten Symbole des 20. Jahrhunderts, die Autos und die ins Gigantische übertragenen und verfremdeten Comics. Vergangenheits- und Gegenwartssymbole sind in dem Museum konfrontiert. In dem von Schwalben bewohnten Gewölbe hat Vostell zementübergossene Fernsehgeräte und Radioapparate auf Schulbänken angeordnet. Von innen herausbrechende Depression, heißt es Environment. Der alte Bau und die Objekte des 20. Jahrhunderts ergeben eine spannungsvolle Einheit. Also ich möchte in die moderne Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Element der vorgeschichtlichen Verhaltensweisen einführen. Und deshalb diese Auseinandersetzung mit Klima, mit Naturgewalten, mit vorgefundener Landschaft, die einfach eine Urlandschaft ist. Und mit einer Bevölkerung, die keine strapazierte Gesellschaft ist im politischen, gesellschaftspolitischen Sinne, sondern eben eine Urgesellschaft ist, die mit ganz wenig auskommen kann und trotzdem im 20. Jahrhundert lebt. Den schwarzen, mit einer physikalischen Formel beschrifteten Vorhang haben die Schwalben vollgeschissen. Neben der Chiffre des 20. Jahrhunderts behaupten sich die Markierungen der geschichtslosen Lebewesen. Die Raumgestaltung des Sandhaufens mit dem verdursteten Kalb verdeutlicht ein anderes Mal Vostells Bestreben, mit seiner Kunst auf die Natur und die Lebensbedingungen in der Extremadura zu antworten. Die alte Wollwäscherei gibt den Schauplatz ab. Noch sind die Gewölbe mancher Speicher ohne Dach. Das Museum wird wachsen können.
Die Tür öffnet sich zu dem Stausee, der früher das kostbare Wasser für die Manufaktur lieferte, und eröffnet den Blick auf eine Urlandschaft. Die vor über zwei Jahrhunderten errichtete Anlage war eine bedeutsame Produktionsstätte für das wichtigste Handelsgut der Region, die Wolle. Die urtümliche Landschaft und die wie von vorzeitlicher Schöpferhand geformten Felsen, monumentalen Skulpturen gleichend, forderten Vostell heraus. Vostell will seine Arbeiten als vom Menschen im Anblick der Natur produzierte Werke verstanden wissen, die dieser Natur standhalten sollen, in Beziehung zu ihr treten und in späterer Zeit vom 20. Jahrhundert künden, wie die Ausgrabungen von der Antike. Vostell hat seinen alten Cadillac in Beton eingeschlossen. Die Leute aus dem nahegelegenen Caceres betreiben unmittelbar neben seinem Freiluftmuseum ihren Campingplatz. Und sie haben ihr Haus auf Räder gesetzt, während Vostell sein Auto zum bewegungslosen Monument machte. Die Werke der Kunst und die fantastischen Bildungen der Natur gehen eine widerspruchsvoll fruchtbare Verbindung ein. Von wem ist diese Arbeit da? Das ist ein Ambiente von Claudio Costa, einem italienischen ethnologischen Künstler. Es heißt Der schlafende Vulkan oder die Gedanken der Immigration. Das ist ein schwebendes Storchennest über einem Wasserpilon, wo die Tiere normalerweise draus trinken. Alles aus Elementen, die er hier in der Natur gefunden hat. Ganz im Gegensatz zu mir ist alles aus Beton, aber den Wagen habe ich selbst 7 Jahre lang gefahren und insofern ist berechtigt zu sagen, es ist also ein Ereignisplastik, weil es nicht nur ein Betonklotz ist, sondern im Beton natürlich das Objekt, welches Ereignisse mit mir produziert hat, enthalten ist. Und die Plastik nach wie vor erregt also viel mehr Diskussion als das Museum selbst. Also alle kennen wohl diese Plastik, wenn der Name des Museums fällt und weniger die anderen Inhalte im Museum. Hoch auf einem Felsen liegt eine von Beton ummantelte, luftdicht verschlossene Bleikiste. Der Tod, der Durst hat. Darin ist der Atem, sind die Ausdünstungen der Dorfbewohner. Sie stand einige Tage offen auf dem Marktplatz von Malpartida. In 5000 Jahren soll dann wissenschaftlich untersucht werden, was von ihnen geblieben ist. Die Landschaft mit den gigantischen Felsbrocken, den zahllosen Storchennestern auf ihnen, erscheint aus einer von der Zivilisation unberührten Vergangenheit herübergerettet. Avantgarde-Kunst in einem archaischen Land, das den Anschein der Zeitlosigkeit trägt.